Willkommen zurück zu Medieval Total War. Jo, wir machen immer weiter. Eure Befehle, edler Herr. Der Eure Ehrenhof, Befehle, edler Herr. Genau. Natürlich. Der Ehrenhof. Im ersten Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. Genau, dich schicke ich in die Wüste, ja? So Ehrenhof brauchst du dann doch nicht. Pech für dich. Ja, in den letzten Part-Session, sag ich mal, haben wir ja hier die Mauren vernichtet. Sie aus Spanien vertraut, sie aus Afrika rausgeprügelt. Und nebenbei wurde ja ein Kreuzzug nach Tunis gestartet. Ist auch sehr interessant. Bin ich schon bei dem dabei? Ich weiß jetzt gerade spontan nicht, aber ich glaube, ich habe mich erst gesammelt. Eure Befehle, edler Herr. Nee. Bin ich schon beim Kreuzzug dabei oder nicht? Ja, mein Herr. Ich muss jetzt erstmal gucken. Kann ich auch ganz einfach gucken. Diplomatie. Ja, ich bin mit Sizilien schon im Krieg. Irgendwo müsste doch eine Kreuzzugsarmee rumgeistern. Ah, ja. Hier haben wir sie ja. Gut. Gut. Kommt immer noch Sizilien. Ich glaube erstmal meine wunderschönen, ich vergesse jedes Mal Timer stellen. So. Ich glaube, ich habe beim letzten Part schon alles gemacht, was ich machen wollte. Dann können wir weitermachen. Bin ich nicht in Frankreich auch im Krieg? Ich glaube schon. Da war irgendwas mit Portugal und Frankreich. Die prügeln sich ja die Köpfe ein. Ja, sollen sie mal. Oh, da haben sie eine große Armee. Portugal wird ja mein nächstes Ziel. Große Kapital der Santiago. Da, richtig. Wir haben diese Gilde verbessert. Der Santiagos. Das heißt, jetzt müssen sie eigentlich besser sein, oder? Ja, jetzt haben sie schon einen Erfahrungspunkt und wir dürfen maximal 4 bauen. Dann bauen wir 2 Stück. So, noch mal weiter. Ja, sind wir auch gleich in der nächsten Runde. Wir segeln morgen weiter. Kreuzzug wächst. Spanien hat sich darum angeschlossen. Beziehungsweise schlechte mit Sizilien. Ansonsten, wir sind nicht falsch. Oh, jetzt geht's auch mal bergauf. Jetzt haben wir die Byzantiner mal verjagt. Ich bin bereit zu handeln. Sebastian? Ja, Sebastian, geh mal. So, du bist Kaufmann. Wo ist mein Diplomat? Da ist er. Herr, kann ich etwas für euch tun? Guck mal, Mom, wie groß Mailand ist. Mailand ist irgendwie so der Kriegstreiber, der... Mir scheint, wir haben eine Übereinkunft. Relativ viel Verbündeten hat. Damit endet wohl unser Treffen. Mailand, du wirst ja noch. Ah, bitte noch. Aber mein Herr, dort kann ich nicht hin. Doch, da ganz. Selbstverständlich, mein Herr. Ihr habt 2 Einheiten der Feudalritter. Geht gleich mal nach Hause. Nee, die gehen nur ins Geld. Ich kann gerade nicht viel. Ich hab nicht viel Geld. Ich muss ja sehen, dass ich jetzt hier die Wirtschaft ankurbel. Bevor ich hier dann Portugal platt mache, die Insel noch... Die Insel jetzt komplett befreien. Was heißt befreien? Eigentlich müsste ich hier die Pamplona, wenn ich es historisch machen würde, wie es jetzt aussieht, Pamplona noch besetzen. Und ja, Lissabon gehört ja auch Portugal eigentlich. Eigentlich gehört es auch Portugal, aber... Nee. Lord Lopo! Der schönen Prinzessin klar. Komplett. Prinzessin Clara. Wer ist Clara? Du bist Clara. Und wer ist Lopo? Wer ist Lopo? Oh? Lopo. Eure Befehle, edler Herr. Guck mal her, ich bin noch nicht so. Oh, die geben uns ja auch wieder verdammt. Seid gegrüßt, eure Hoheit. Du bist... 20. Du eure Befehle, edler Herr. 19. Ach ja, das ist ja. Nun steht, ist es wenigstens kein alter Kreis. Das sollte ich taktvoll angehen. Gut.
Eure Befehle, edler Herr. Zurück, was bekommen wir? Am ersten Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. Oh, was? Schiffe? Ja. Ein Ernst? Warum brauche ich Schiffe? Warum brauche ich Schiffe? Warum gibst du mir Schiffe? Ich will keine Schiffe. Ja, mein Herr. Der Admiral Hernon. Gott segne euch, Herr. Kreuzzug! Wir sind wieder auf dem Trockenen. Oh, ich komme gar nicht Eure rein, Befehle, komm. Edler Herr. Gott ist mit uns, Männer. Wow. In die Schlacht! Was hat der doch gebaut? Ach, der hat hier... Ha, der hat hier... Ich hoffe, ich krieg die. Der hat den Johanniterorden hier drin. Das ist interessant. Normal müsste ich die ja auch hier bauen dürfen. Wenn ich das auch... Außer es wird automatisch abgerissen. Beziehungsweise wohin die... Soll es gehen, Herr? Gilde verlässt den Ort. Wie steht es bei dir? Edler Herr. Du müsstest ja eigentlich... Natürlich. Beim ersten Sonnenstrahl marschieren wir weiter. Normal müsste es hier irgendwo sein. Ich würde aber ja das andere kommen aber es ist unmöglich. Betreten. Frankreich, was hast du da vor? Was hast du da vor, Frankreich? Willst du etwa im... Vor allem Portugal erklärt dir den Krieg, er will bei mir einmarschieren. Frankreich, halt dein Maul. Ja. Ja, okay. Ich werde auch keinen Druck auf Frankreich ausüben. Hab ich hier keine Bogenschützen? Ja, soll er kommen, der Franzmann. Soll er kommen? Achso, ja, aber als nächstes ein Bogen. Priester. Gehen die Priester aus, sehe ich. So. Ja, hier bauen wir nix. Hier wird schon gebaut. Das ist ein Hafen, ein Schiffbau. Muss ich mal gucken, was die ganzen, was das ganze Zeug jetzt bringt. Da. Bessere Armbrustschütze. Wäre nicht verkehrt. Mailand, was machst du hier? Warum ist die KI so komisch mit dem Namen? Hallo, eure Befehle, edler Herr. Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Angreifen. Natürlich. Natürlich. Wir beginnen die Belagerung. Das bin ich. Die Armee meldet sich zur Belagerung. Das werde ich sowieso automatisch machen. Okay, automatische Ritter. Das sind die Spezialeinheiten. Sind eigentlich auch nicht gerade stärker als normale Ritter. Unterhalt 225. Eure Befehle, edler Herr. Ja gut, die haben jetzt überhaupt keinen Unterhalt. Ich muss jetzt mal das nachgucken. 225. Na. Der ist genau gleich. 13, 21. 13, 21. Der ist genau gleich. Ja. Sowas ist eine Spezialeinheit. Die eigentlich eine Standardeinheit ist. 7, 8, 6. Eure Befehle. Ich will das noch ein bisschen vergleichen. Die macht es. Ja, ist genau das gleiche. Die müssen aber anders sein. 13, 17. Ja, ist jetzt da. Nächste Runde machen wir Ziele noch. Ach, da haben wir es ja gefunden. Wir sind eiskalt dran vorbeigerannt. Oh, Mailand. Mailand soll ich schon. Venedig oder eine fette Armee in seiner Hauptstadt stehen. Gut. Ist ja seine Hauptstadt. Frankreich, was machst du da? Das gefällt mir gar nicht, was eure Befehle, edler Herr. Wir werden sie ehrenhaft begehen. So. Ja, natürlich. Wir beginnen die Belagerung. Die Armee meldet sich zur Belagerung. Sieht Herr. Ja noch akzeptabel aus. Um uns ein paar von diesen Afrikanern. Ja, warum nicht? Und ein bisschen waschen. Ich bin nur ein Soldat. Eure Befehle, edler Herr. Oh, dann kommt Silber. Wer sogar in die Armee gekommen? Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Noch. Ein wirklich ehrenvoller. Vielleicht wenn die Armee das angreift, könnte ich... Unser Mut hat gesiegt. Diese Länder gehören nun euch, Herr. Darf ich Johann nicht hier bauen? Sieht nicht so aus. Schade. Aber ich habe meine Einheit eben ein bisschen verfügt. Ja. So, Befehle? Ja. Ziehen wir mal ein bisschen zusammen. Ja. Befehle? Ernennt so, uns ein Schlachtfeld. Wir werden kommen und kämpfen. Der Wolkenreich Kreuzzug. Wir wünschen euch den Tod. Heide. Gestiegen. Und...
Polen und Frankreich ist mit Sizilien im Krieg. Tut mir gar nicht leid. Was kommt da eigentlich alles? Kreuzritter. Genau, den musst du doch für den Kreuzzug sammeln, du. Oh. Was ist eigentlich hier der Unterschied nochmal? Achso, bisschen mehr Rüstung, aber weniger Damage. Kann ohne Befehl verstummen können, geil. Ja, nehmen wir mal ein bisschen Vielfalt mit. Soll er kommen, der Franzose? Ich bin auf ihn eingestellt. Rüstungsschmiede. Hier wird aufgebaut. Hier wird nichts gebaut, noch holen wir uns in den Verwaltungszentrum. Passt. Kann man die Belagerung schon gründen? Ja, wir werden sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Ja, das die Armee meldet sich zur Belagerung, Herr. Das sieht gut aus. Also die Schlacht unten schlamm auf jeden Fall. Vielleicht werde ich den Franzosen auf eine Feldschlacht einladen. Wenn der jetzt noch näher kommt, oder ich greife ihn einfach an, wenn er mich belagert. Die Zeit wird kommen. Das ist eine relativ große Schlacht, wobei ich jetzt ziemlich hart mit Infanterie da komme. Ich habe keine Bogenschützen. Sorry. Ah, ich bin eine aggressive Armee gebaut, sehe ich schon. Ich baue die Priester lieber unten, weil ihr müsst ja das ihrem Priesterjob hier nachkommen. Ja, der kommt tatsächlich. Nein, Johanniturm darf ich anscheinend nicht bauen. Ja, das ist für südeuropäisch, genau, darum. Wenn ich jetzt... wo sind wir denn? Ah, da steht gar nichts da. Ob die Johanniturm sind südeuropäisch und die Kreuzritter sind eher nördlich. Nordeuropäer und Westeuropäer? Ich weiß es nicht. Bonus allgemeine Gesundheit, brauche ich den? Ja, kann er bleiben. Ich erlaube es ihm zu bleiben. Ein bisschen Kavallerie mitnehmen. Was hat er denn hier, oder? Schlachtfeld. Wir werden kommen und kämpfen. Komm mit Bogenschützen. Was für einer im Bogenschützen. Eure Befehle, edler Herr. Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Was haben wir denn hier alles? Stoppmiliz, Bogenschützen. Okay. Wir erringen den Sieg in Gottes Namen, Männer. In die Schlacht. Willst du ja nicht zu langweilig machen. Wir machen auch Schlacht. Heiliger Erzbischof von Canterbury. Katastrophen lehren uns dem. Wie das Erbeben von Aleppo, Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, kommt mal her. Die ganzen Afrikaner. Hier geht mal hier lang. So. So, was haben wir noch zu sammeln? Haben wir noch was hinten? So. Passt. Aha. Muss ich verstehen, warum die Mauer hier schon beschädigt ist? Kann mir das eine sagen? Nee? Die Mauer hier ist beschädigt. Warum auch immer. Habt ihr die in der Region? Eigentlich nicht. Ich hab da eigentlich keine haben. Ha. Mysteriös. Das hatte ich noch nie. Haben sie sich gedacht, nee, wir reißen unsere Burg schon selber ein. Oder ihr stemmt hier keine Leiter auf. Das reißen wir schon früher ab. Hebt die Leitern. Da kommt. Sind da noch Pfeile, die euch ein bisschen ankratzen? Ist ja nichts Besonderes. Unsere Männer haben die Mauern mit ihren Leitern erreicht. Oh, Captain Obvious meldet sich. Was machst du da? Lässt er sich vom Rambock schieben? Wüstenbogenschützen gegen meine Speerwehr. Ah, die Wüstenbogenschützen da hier. Die haben keinen Nahkommen. Genauso wie sie gegen diese Speerträger verlieren werden. Find's ja schön, dass er diesmal eine etwas andere Schlacht. Musste der Rambock jetzt brennen?
musste der brennen, wirklich. Hab da nichts besser zu tun. Bin ja gespannt, also die haben anscheinend wenig Rüstung. Noch die Schlacht steht Angriff. Zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ja, relativ ist schnell der sein. Sieg unser. Aber durch den hohen Angriff sind sie eigentlich schon akzeptable Kämpfer. Ah, die dürfen schon hin, oder? Ist das Tor schon offen? Ja, die Kavallerie zieht sich zu. Dann ist das Tor unser. Oder? Hallo? Tor? Hörst du mir? Wo rennen die eigentlich hin? Man weiß es nicht. Ich sperr weg. Nee, das Tor gehört noch nicht uns. Da sind wir noch am Kämpfen. Sperre! Sammelt euch mal unten. Ihr habt euch auch ausgenudelt. Alles darunter. Augenschützen! Feuer! Mit Feuerpeilen! Feuer! Es sind aber keine Feuerpeile. War's zu spät. Dann kommt sie erst mit der nächsten Säule. So, Infanterie dürfen auch schon mal runter. Beziehungsweise einer müsste sich mal um das Tor hier kümmern. Was seid ihr eigentlich für Lappen? Du bist ein Speerträger. Sieht aber nicht aus wie ein Söldner. Ach, das sind die Speerwerfer. Naja, das sind vor Speerwerfer, wie ich gesagt habe. Das sieht nicht aus wie ein Afrikaner. Der sieht aus wie ein Spanier. War ja auch ein Spanier. So, da kommt schon die erste Welle Speerträger. Preise den Herrn! Wir haben die Mauern des Feindes eingenommen! Yay! Fortschritt. So, die Speerträger dürfen ja schon mal hier diese Kamel rein. Dürfen die mal ein bisschen belagern. Sind ja auch komplett Spiel. Ist ja wie Kavallerie. Ist ja eine Kavallerie. Bloß auf Kamel. Hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte nehmen seiner das, Männer verloren. Sogar ein bisschen Stärke gegen Schwäche gegen Speere sein. Das Sperre gegen Kamelenstärke. Weil die ja größer sind. Etwa nicht so wenig sind, aber halt besser in der Füße gerne sind als Pferde. Das ist klar. Naja, die machen das schon. Das Tor ist offen. Das Tor ist offen, wenn wir Läufer brauchen. Weiß man nicht. Das Tor ist offen, dann rasieren wir. Rasieren. Mit der Rasierklinge. Vorwärts stürmen. Stürmen, nicht gehen. Stürmen. Ja, das ist Stürmen. Überrennen. Ja, da kommt einiges. So, und du geh auch mal weiter nach vorne. Wer bist? Du bist Fernkampfkavallerie. Auch die haben Bogenschützen. Die wissen auch nicht, was auf sie zukommt. Der Pulk kommt. Wird euch alle holen. Warum geht ihr schon wieder? Ja, wir müsst rennen. Alle müsst ihr rennen. Der endlose Strom. Die rennen aber auch nicht, die gehen auch mehr. Na gut, die sind aber gehen eingestellt. So, bis dahinter. Könnt ihr alles töten, was ich in die Quere kommt. Und Ratz. Oh. Die Bogenschützen werden das nicht lange aufhalten können. Haben die noch irgendwas, was das aufhalten kann? Eigentlich nicht. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Bitte nach vorne. Unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. So, die ersten Kamelreiter sind auch schon wieder im Betrieb. Im Betrieb. Die schreien auch. Den Ding, wo war das? In späteren Spielen haben die ja eine Fähigkeit. Oder war das woanders? Weiß es nicht mehr, wo irgendwo in irgendeinem Spiel gab es, haben die Kamele Fähigkeit gehabt, Furz. Das hat dann die Pferde verschreckt. Fand ich auch geil. So, die
Fähigkeit. Ja, komm her, du Furz jetzt. Doppelkopf. Weiß ich nicht, ich hab auch einen Sauentrunkenruhr. Hey, war das in Rome sogar? Wo die Kamele furzen konnten? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Irgendwas war es auf jeden Fall, das war lustig. Kamele, die furzen. Wir haben die Kontrolle über die Stadt. Nur um die Pferde von den Pferde zu führen. Eine Kamele gestammt für die Pferde, ja. Aber ja, die konnten damit gar nichts anbauen. Oh ja. Ich vertreibe mal Pferde. Kamele, furzen! Oh, die Pferde hauen ab. wenn man sich das vorstellt. Ja, Kamele waren schon ein bisschen stinkig. Ich nehme eben gerade noch den Kampf um die Stadt. Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt verloren. Ja, und haben sie es wieder instant gewonnen und wieder verloren und wieder gewonnen und wieder verloren. Was soll die Scheiße? Ja, stürmt rein. Das ist gut, wenn ihr reinstürmt. Stürmt in die Sperre. Das ist ja genauso schlau wie Franzose. Das ist der General. Sehe ich von hier, dass das der General ist. Das kann nur der General sein. Weil die haben Stoffrüstung und der ist etwas gepanzert. Ja, der ist sogar ein Sternengürtel. Wie nobel. Ganz feiner Herr. Na kommt. Werde mal wohl nicht sagen, dass ich die jetzt nicht überrennen könnte. Ja, jetzt kommt die Speerträger mal in Einsatz. Könnt ihr die General aber töten? Einer? Niemand? Will keiner den General aufs Korn nehmen? Oder der rennt doch so schön rein. Und der rennt nicht ins Speerträger rein. Na, wie siehst du aus? Siehst komisch aus. Geht's dir nicht gut? So Rückenschmerzen. Komm, ihr seht auch komisch aus. Wir sind gesegnet! Oh. Der feindliche General ist gestorben. Wir oh haben Gott den Idioten zur sind Hölle geschickt. Der Arme, der ist richtig Krüppel aufgeschoben. Er ist entstellt. So. Oh, ein bisschen schneller. Mehr ändert sich jetzt eh nichts. Sind eh nur noch diese Vorkommen rein. Entweder sterben die jetzt oder... Die gesamte ja, Christenheit wird den Sieg, den wir heute errungen haben, Hauptmann Luckmann. Der lookt jetzt nie. Herrlich. Gott hat den Gläubigen den Sieg geschenkt. Lobet den Herrn, denn er hat uns den Sieg geschenkt. Weiß jetzt nicht. Ja. Du kannst da runter, ne? So. Befehle? Jetzt dürfen wir. Eure Befehle, edler Herr. Du darfst weitergehen, oder? Ja, ja. Ja, man sieht schon bis hierher. Ne, dann darf ich da erst... Ja, da sind wir wieder nach einem kurzen Absturz, den ich einen gewissen Programm verdammt eure Befehle, habe. Edler Herr. Gott ist mit uns, Männer. Wer mir die Stoffnummer macht. Haben sie sogar besser geschlagen. Ah, fick dich automatisch. Lobe den Herrn. Er hat uns gerettet. Werden wir das so machen? Gott hat uns zu diesem Sieg geführt. Ja, ihr habt ja die Schlacht gesehen, also wir haben es ja gewonnen. Hast du schon. So, Lütheimer, du darfst noch ein paar Minuten. Ich bin gespannt, was der da macht. Und ich bin gespannt, was der da macht. Er ist mir immer noch nicht geheuer. Ich werde hier ein bisschen hart auf Kavallerie gehen, sehe ich. Eigentlich wollte ich nicht so viel Kavallerie bauen. Bin auch nicht so der Kavallerie-Typ, aber da bietet sich das irgendwie gerade an. Oh, ich dürfte schon da schon so eine starke Rüstungsschmiede bauen. Wir haben jetzt eine Schmiede. Ganz normale Schmiede. Für normale Soldaten. Sterben hier gerade so viele Priester oder warum muss ich hier so viele Priester noch bauen? Mein Herr, Mr. Ketzer, auf den Scheiter auf über den ich urteilen soll. Der ich sagte, ich Ketzer, auf den Scheiterhaufen. Wen verdächtigt ihr, mein Herr? Den Typ da! Ketzerei verdient keine Gnade. Mein Herr? Sagte, wer ist Bote der Ketzerei? Das gibt's doch nicht. Der Abtrünnige. Ich bin Gottes Diener. Danke. Gibt's ja nicht.
stell dich nicht meinen ganzen Priestern in Frage. Irgendeinen kippst du wirklich um. Können wir nichts mehr bauen? Ne, wir können nichts mehr bauen. Kann ich noch was vorbilden? Ne, darf ich auch nicht. Ah ja, und noch eine zwei Kalorien. Aus Sizilien willst du jetzt die Armee hier kloppen oder nicht? Genauso wie der Franzose, willst du dich jetzt hier kloppen oder nicht? Ach, Portugal, deine Armee ist ja plötzlich weg. Wie das reißt, wie du deine Armee hier hinbaust. Kardinalsbericht. Venedig und Ungarn. Bin von der Bevölkerung her noch der Beste. Ja, schon langsam merkt man den Armeegehalt. Naja, jetzt verpisst er sich wieder, der Gräber. Bei dem regnet. Soll's bei dem regnen. Sicher auch Kavallerie habe. Unmöglich. Wollt nicht so viel Kavallerie bauen? Jetzt bauen wir noch 3 Infanterie. Ja. Und ihr erteilt euch auf. Eure Befehle, edler Herr. Oh, Ding, ein General. Beim ersten Sonnenstrahl ich marschieren wir weiter. Generell. Befehle? So, ich will das ein bisschen ordentlich machen. Jede Stadt kriegt seinen General. Gut, ab und zu hat man so Dinge da. Pff, ist das alles voll mit Generälen, vor allem wenn die KI abstammt. 5 Milliarden Generäle hat. Weil sie nichts mit denen machen kann. Ah, hier könnte man sowas bauen. Das würde sich ja anbieten mit den ganzen Rittern. Aber den Johannitoren kann ich immer noch bauen. Nee, kann ich nicht. So, was bauen wir denn hier? Bauen wir ein paar Bogenschützen. Wir wünschen euch den Tod. Werden wir im nächsten Part die Schlacht geschlagen. Wir wünschen euch den Tod. Heide. Bogenschützen und Ritter. Mal schauen, was der hier macht mit seiner Hoplame. Wird auf jeden Fall auf die treffen, da werden wir. Mein Herr? Meine Herr? Ich bin Gottes Diener. Gehen wir wieder zurück zur Arbeit. Dürfte eigentlich auch Priester bauen. Wir sind noch relativ viele Muslime am Werk. Ich schicke hier mal was runter. Mein Herr, ich fahre morgen fort. Ich fahre morgen fort, mein Herr. Mein Herr, der Kriegstreiber. Ich kann heute nicht mehr weiter. Ich bin da um sogar. Der Kriegstreiber. Wer bist du? Ich bin ein Kriegstreiber. So, letzte Runde für diesen Part. Portugal, was willst du von mir? Wenn du Krieg willst, sollst du ihn haben. Okay, dann. Das ist immer so komisch, wenn die mit ihren Diplomaten kommen und dann nichts kommt. Ah, Portugal geht in Angriff, aber er greift irgendwie komisch an. Ja. Truppenbericht, wir sind wieder gut. Hochzeit. Heiligen Römischen Reich. Wie sieht es eigentlich hier gerade aus? Venedig ist im Hassfeld. Sizilien geht wieder ein bisschen, aber ist immer noch exkommuniziert und Frankreich gliedert sich auch allmählich wieder ein. Ja, es ist ja fein. Soll ich jemanden aufsuchen? Ja, selbstverständlich, mein Herr. Hallo Venedig. Ja, Herr. Ich bitte um eine Audienz. Weiter. Gehen wir mal nach Ungarn. Ja, dann nach Byzantien. Ich bitte Türkei. Um auch mal anfragen, wie die so geht. Ja, Herr. Ich die werden ja wohl Spaß haben, wenn die Mongolen eure kommen. Ja. Eure Befehle, edler Herr. Ja. Die Mongolen-Invasion kommt entweder auf, hier oben oder hier unten. Ich glaube, hier unten war das. Eins von beiden. Und je nachdem wollen sie nach Afrika oder hier rauf oder rocken einfach hier durch. Das ist denen überlassen. Das sind unterschiedlich. Auch wie stark sie sind, das ist auch irgendwie unterschiedlich. Ja. Also von den Mongolen habe ich eigentlich nicht so viel Schiss wie von denen, die nach den Mongolen kommen, weil die haben mehr Spielzeug dabei. Und härteres Spielzeug dabei als die Mongolen. Aber zu denen kommen wir dann, wenn sie kommen, dann sage ich ein bisschen mehr. Na gut, der Part ist dann mal wieder vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.